Hallo und willkommen zu einem neuen Video von Tactical Tobi. Heutiges Review, wir haben uns heute eine Hose vorgenommen, und zwar eine Glow Gear, eine Raider MK4 Einsatzhose. Ich habe sie jetzt in Steingrau Oliv, das heißt RAL 7013 schon an, und wir schauen, was kann die Hose, wo ist der Fazit, was für Taschen hat sie, wie ist sie angeordnet. Bis gleich! Hallo und zurück bei Tactical Tobi. Heute im Review habe ich schon gesagt, die coole Glow Gear Hose. Wir schauen, ich habe eine an, ihr seht es da schon. Klarerweise habe ich gleich eine zweite mit, weil dann können wir uns ein bisschen mehr damit befassen und echt mehr spielen. Da ist die zweite, ich habe, wie ihr seht, eine in Steingrau, das heißt RAL 7013. Echt lässig fürs draußen sein, passt super in die Natur, wirklich cool. Auch zum Arbeiten, Bundeswehr, sonstige, das alles so in die Freizeitrichtung, Survival, Outdoor. Wirklich eine Top-Hose mit vielen Futures und Extras. Ich habe noch einen in Schwarz, dass wir da ein bisschen mehr ins Detail gehen können, uns ein bisschen mehr anschauen können, was wir machen. Ja, die Hunde sind auch da, wie man sieht. So, das ist das gute Stück. Wir haben einmal ein Gewicht von 960 Gramm, um auf, je nach Größe, das heißt von S, sage ich jetzt, bis XL, ein bisschen auf, runter. Wir haben das Ganze in einer Abmaße, das heißt die Hosen bestellt sind nach Bundbreiten. Ja? Das ist wichtig, das heißt ich habe zum Beispiel 30, 34, das ist das, was ich anhabe oder was ich da habe. Das heißt, so kann man sie bestellen nach der passenden Größe. Wirklich wichtig, weil es im Schritt relativ hoch ist, die Hose, und somit sollte sie recht gut sitzen. Zu klein drückt, dann kriegt sie oben nichts in die Taschen, mein kleiner Tipp. Und zu groß, dann hängt das Ganze. Ich habe jetzt die zweite, das ist eine schwarze, die habe ich zum Beispiel da nach Hergabenansteller. Oder nach Hergaben ist das einfach ein Medium 48 regulär. Regulär ist 30. Also 48 ist die Bundbreite, wie nach einer Jeans, und regulär ist ca. so 30er. Das heißt 32-30 wäre jetzt so ca. die Größe von der Hose. Firma ist Glow Gear, haben wir gesagt. Das ist jetzt ein Raider Pants MK4 und ist eine Schweizer Firma. Da sieht man, das ist im Innenbund das Logo, könnt ihr gleich euren Namen draufschreiben. Eigentlich ein cooles Feature, ich weiß nicht, wenn man mit 10 Leuten im Verein vielleicht Paintball spielt oder sonst irgendwas. Und man zieht sich frisch um, könnte man zumindest sagen, wem gehört welche Hose. Was haben wir sonst? Ganz typisch, oben, links, rechts, große, normale Seitentaschen. Ja? Ganz lässig. Dann haben wir am Oberschenkel, links und rechts wieder, eine Tasche, wo hinten ein Klett ist. Und vorne ein großer Knopf ist. Ganz lässig, da kriegt man einiges rein. Hat innen drin einen D-Ring zum Befestigen, sonst sind das einfach nur Einwurftaschen. Das heißt, ich habe drin kein kleines Ordnungssystem mehr oder sonst nichts mehr abgenäht, aber relativ praktisch. Ich habe außen nochmal eine Tasche, hier hat die, ja. So, ich brauche meine Hose. Habe außen nochmal eine Tasche mit Zip, das ist recht praktisch. Und habe dann unten nochmal hinten eine Wadeltasche, da passt auch nochmal, ihr seht, ich habe jetzt ein Easy Bandage drin, das heißt gleich mal Emergency Bandage, das passt auch so locker rein, und das habe ich beides links und rechts angeordnet. Das heißt, Taschen- und Ordnungssystem bei den Hosen ist riesig. Ich habe zwei Gesäßtaschen, die mit Zip aufgehen, ganz lässig. Hinten einen schönen breiten Steg mit dem Logo, wo man auch schön seinen Einsatzgurt durchkriegt, also bis 50 mm oder so, das ist alles kein Thema. Dann habe ich links und rechts hier an der Seite mit Klett verstellbar ein gutes System, dass ich einfach sage, ich kann mir ein bisschen die Bundbreite noch anordnen. Ganz lässig, ich habe wieder oben bei den Taschen links und rechts einen D-Ring zum Befestigen von Schlüsseln oder sonstigen. Und habe hier in der Ecke, ich hoffe, das sieht man recht gut, noch etwas abgenäht, einen doppelten Bund. Ist ganz wichtig, sieht man hier, was habe ich da drinnen, dass das nicht immer gleich ausfranst. Mein Taschenmesser, das ich brauche, und deshalb sind wir da doppelt vernäht. Dass das einfach ein bisschen mehr hält, seht ihr, ganz stabil, einfach rein, ganz lässig. Die Hose hat noch was, die hat da oben noch eine extra Tasche, eine Magazinstasche. Ich werde jetzt mal ein paar mitnehmen. Dass wir so circa sehen, was wir da hineinkriegen, ja, das kennt ihr schon, die Videos von meinen letzten, oder die Magazine von meinen letzten Videos. Da haben wir sie bepickt. Und jetzt zeige ich euch so ganz lässig einmal 40 Schuss Magazin, kann man echt gut versorgen, 30 Schuss Magazine. Also alles, was M4 ist oder AR-Style, Steyr AUG, G36 sind ein bisschen breiter, müsste ich aber auch ausgehen, habe ich aber noch nicht probiert. Ihr seht es einfach so, kurz auf, Magazin rein,
fertig und wieder niederknien. Da geht sich einiges aus von der Größe, ist relativ cool, passt. Was haben wir noch? Wir haben ganz hinten in der Kniekehle, klebt links und rechts, der ist ganz wichtig. Damit kann ich mir meine Hose hinten einstellen. Ja? Das ist bei mir, seht ihr es hier da, das heißt einfach so auf, zu, damit kann ich mir da das Ganze regulieren. Dann habe ich hinten meine Schenkeltaschen, da habe ich wieder jetzt drin, da habe ich jetzt einen Squat-Tourniquet drinnen, yep. Passen auch super rein. Einfach nur mit beidseitigen Klett, die Tasche gibt viel Platz und ist recht angenehm und mir reicht sie auch gut. Was ich dann da unten habe, das sieht man auch hier bei den Hosen, wieder einen Klett, dass ich mein Hosenbein etwas enger stellen kann oder zumachen kann. Auch ganz cool, weil die Hose dann einfach nicht über den hohen Schuh rutscht und weil ich mir somit Sachen zumachen kann. Ganz wichtig, wenn wir viel draußen sind oder wenn ich sie vielleicht dienstlich irgendwie oben zumachen möchte. Was hat die Hose noch? Außer die Magazinstaschen zu Sachen, ist sie ganz cool. Die Gesäßtaschen haben wir gesagt. Ich habe noch versteckt links, rechts, da innen drin, so Gummizüge, wie ihr seht. Das ist bei mir da auch versteckt. Ich habe schon etwas eingestellt. Ganz groß. Ich hoffe, man sieht das so. Mit diesem Gummizug hier stelle ich mir hier über dem Knie einfach einen Bund ein, somit wird die Hose da extra nochmal gehalten. Und das ist relativ praktisch, weil ich kann mir hier, wenn ich viel hier einfach Gewicht drin habe, relativ viel kann ich mir das da schön zusammenbinden und somit habe ich da ein bisschen ein abgearbeitetes System, dass ich sage, Hose hält hier und ist dann hier nochmal freier, beweglicher. Auch wenn der Wind geht oder wenn es kalt wird, kann ich sie da ein bisschen zumachen, habe ich hier einen wärmeren Bereich im oberen und im unteren, wo ich mich je viel mehr bewege, habe ich auch eine gute Durchlüftung. Ist eine lässige Hose im Sommer, wir sehen es, die Knie sind ebenfalls verstärkt, kann man auch Knieschoner drauf geben und sie sind innen auch recht warm und weich, wenn ich die Hose umdrehe, innen habe ich da ein Vlies, da sieht man das Gummisystem, mit dem ich das Ganze da etwas hinauf bewege und hinauf fixiere, das ist recht lässig, das gibt einiges her und ist wirklich angenehm zum Tragen auch auf den Knien, wenn man länger kniet. Fazit zu der Hose, es ist eine echt absolut coole Outdoor-Bereich-Hose, die ich wirklich gern trage. Vor- und Nachteile, ja, hört man immer wieder einiges. So viele Nachteile hätte ich noch nicht gefunden. Was mich ein bisschen stört ist, der hohe Bund einfach. Das ist halt da wirklich, ja, man trägt sie einfach ein bisschen weiter oben am Bauch. Taktisch auch nicht so uninteressant, ist glaube ich recht machbar und praktisch. Sonstige Features, die Hose noch hat, fallen mir jetzt nicht viel ein. Was ich cool finde, ist alles links und rechts. Und das ist wirklich praktisch für Links- oder Rechtshänder. Wenn ich jetzt Linkshänder bin, kann ich mir einfach mein System umarbeiten und arbeite halt links, ja, und habe sonst da meine linken Sachen drin. Ich sage jetzt eben, wie gesagt, Taschen, alles links und rechts gleich angeordnet. Man kriegt wirklich viel rein. Ich habe jetzt da zum Beispiel so im Vergleich mal 3 Pistolenmagazine eingesteckt. Wenn man mal so ganz lässig 3 Pistolenmagazine reinkriegt in die Oberschenkeltasche, nur in die Außentasche, dann ist das eigentlich schon viel Platz und gibt schon einiges, dass man sagt, das passt. Absoluter Verwendungstipp für die Hose, sage ich, Autobereich, Survivalen, Lost Places suchen, dienstlich, also ich sage jetzt Bundeswehr wahrscheinlich, private Sicherheit, Firmen oder so, das Schwarz und Fazit, sehr robuster Stoff, das heißt die Hosen sind relativ kräftig vernäht, reißen nicht so schnell und bewegen sich recht gut. Soll einmal ein Manko gegeben haben, habe ich gehört, dass die Nähte nicht so gut waren. Ich glaube, ja, kann einmal passieren. Ist, glaube ich, nicht so ein schlimmes Ding. Die Firmen werden noch nachbessern. Glogge ist eine Schweizer Firma. Schweizer produzieren eigentlich immer recht gute Sachen. Das heißt, Qualität ist man von den Schweizern gewohnt. So sage ich das auch da. Bin ich da auch gewohnt. Ich zeige euch noch ein, zwei Kleinigkeiten. Ganz lustig. Oben das Öffnungssystem. Einmal Klett. Einmal großer Knopf. Das heißt auch doppelt, ist recht bequem. Und habe da einen guten Zip. Oben auch alles schön doppelt vernäht, also richtig kräftig, der Bund. Und sie ist hinten, wie ihr seht, auch wieder relativ hoch auf der Hüfte. Ja? Also da geht es ein bisschen weiter rauf. Das heißt, im Vergleich zu vorne, leicht flach, hinten höher. Finde ich aber auch recht praktisch. Das heißt, gerade wenn man es irgendwo hinten nimmt oder so, ist alles hinten ein bisschen höher. Zieht uns nicht so aufs Kreuz und macht das Ganze taktisch echt lässig zum Arbeiten. Ich bin wieder draußen mit den Hunden, wie ihr seht. Ja, die genießen das. Und, gell, Dicker? Sind heute die ersten warmen Tage im Februar. Ja, großer. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonniert mich. Fettes Like. Ruhig was in die Kommentare schreiben. Fragt mich was, wenn ich irgendwas nicht erklärt habe.
dann einfach mal kurz dazuschreiben, melden und wir schauen uns die nächsten Hose an, weil es wird Sommer, es wird warm, wir sind wieder viel draußen und wir brauchen gute Ausrüstung und Tactical Tobi checkt euer Gear, damit wir im Sommer viel Spaß im Abenteuer haben können. Das ist mein Ziel, also sagt mir ruhig, was gibt's an. Erster Anfang habe ich schon gekriegt, ich schaue, dass ich dem so schnell wie möglich nachkomme. Zu der Hose muss ich jetzt noch sagen, danke an meinen Chef, firma.blackshadow.at. Der hat mir die Hose zum Geburtstag geschenkt. Danke, lieber Chef und Chefin. Finde ich sau cool von euch. Ihr seht, ich habe viel Freude damit. Und sage deshalb nochmal herzliches Danke an euch. Guter Tipp auch für euch. Schaut mal, firma.blackshadow.at. Haben echt viel für den Autobereich. Sportschützen, behördlich und so. Ja, was gibt es sonst noch Cooles, Leute? Kleinigkeiten zu der Hose noch. Fazit. Wind, Wetter ist immer ein wichtiges Thema bei Hosen. Das fragen mich die Leute immer mehr. Und zum Beispiel, die Hose hat die Eigenschaft, dass sie einen kräftigen, dicken Stoff hat. Ja? Das macht sie recht robust, das heißt am Boden, kriechen, robben, alles, irgendwo durch den Wald springen, saulässig. Windabhängig, relativ gut, weil sie so warm ist und dicht ist. Ist, sage ich, mehr so eine Herbsthose wie jetzt. Im Sommer fast manchmal mir persönlich ein bisschen zu warm. Nachteil ist, wenn ihr im Wasser seid oder ihr seid nass, dann braucht ihr auch etwas länger zum Trocknen. Das ist so meine persönliche Erfahrung. Das heißt, ich sage, wenn ich die Hose aufhänge neben meiner anderen Hose, die ich habe, ist die meistens die, die am letzten trocken ist. Ja? Das ist so mein Fazit, das heißt, ich bin gespannt, vielleicht im Sommer ein bisschen dünneren Stoff von der Firma, das wäre cool, glaube ich. Sonst wettertechnisch kann ich ja nicht sagen. Größentechnisch haben wir gesagt, nach Bund und Länger bestellen bitte, das bringt einiges. Ich bestelle die Hosen immer etwas länger, dass sie schön über die Schuhe gehen. Und sonst eine Top-Firma von mir, Gerzwitticken. Ja, wir sehen schon wieder irgendwelche anderen Hunde. Und kommt sie her? Nein, gut. Ja, und also, bis zum nächsten Mal, euer Tactical Tobi. Bye.